Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle D. Ich bin zertifizierte Kartenlegerin, vergleiche auch mit anderen Geheimwissenschaften in Komplettanalysen oder in puren Kartenlegungen. Dazu sage ich noch später was in diesem Video. Wie ihr auch bestellen könnt, wenn es um eine persönliche Analyse geht oder eine Kartenlegung, da hörst du einfach am Ende vom Video etwas. Und wir beginnen jetzt einfach mal ohne große Intros sozusagen mal mit dem Orakel. Also, das ist hier also das neue Wunschpartner, Seelenpartner, karmischer Partner, Orakel, wen auch immer ihr da im Herzen habt. Es spielt keine Rolle, ob ihr euch schon lange kennt, ob ihr euch schon mehrere Leben kennt sogar oder euch erst kennengelernt habt. Ja, es ist wirklich so für jeden geeignet, der sich jetzt hier hinzugezogen fühlt hat, zu dem Video oder beziehungsweise bei mir resonieren die immer so, wenn ich einfach Lust habe, auch einfach ein Video anzuschauen und einfach auch die Energie verspüre, jetzt so ein Orakelvideo anzugucken. Also, das ist Intuition, kann auch ganz einfach sein, ja. Okay, meine Lieben, wir beginnen jetzt einfach mal mit euch beiden hier. Das wäre die männliche Seite. Ich habe hier alles frisch gemischt, alles zufallsmäßig hier hingelegt. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Interessant ist nur, dass die männliche Seite sich auch gerade sehr männlich ins Kartenbild legt. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendeinen König rausgepickt habe und den da hingelegt habe. Wer meine Videos kennt, der weiß ganz genau, ich bin da relativ freischnauze. Wenn ich einfach Gutes sehe, sage ich Gutes. Wenn ich nicht so Gutes sehe, sage ich ja Schlechtes entsprechend, sodass du wirklich die Antwort hast, die eben auch realistisch reinkommt. Gell? Also ist mir ganz wichtig, wir faken hier gar nichts, überhaupt nichts. Auch meine persönlichen Analysen und auch Orakel, die ihr sonst auch seht auf meinem Kanal, das ist alles wirklich spontan so gemischt und gemacht. Vor allen Dingen auch die Videos für meine Kunden. Also da kannst du ein Video bestellen, eine WhatsApp-Legung oder eine PDF als E-Mail. Und auch die Videos, da seht ihr auch, ich bin live am Mischen und so weiter. Jetzt hier für das Orakel hatte ich jetzt keine Lust dazu, weil, ja, was soll ich euch denn jetzt, ich weiß auch nicht, ich habe es jetzt einfach mal so hingelegt, ne? Wollte jetzt nicht so viel Zeit mit Mischen vergeuden, aber jetzt vergeude ich schon so viel Zeit mit Reden. Was verbindet euch die Vergangenheiten? Das ist so krass. Also für alle, die karmische Seelenpartner sind, sich schon kennen aus dem früheren Leben und damit meine ich, dass du auch schon vielleicht durch eine Rückführung, durch einen Traum, durch irgendetwas, ja, vielleicht auch durch eine karmische Kartenlegung, durch vielleicht auch eine spontane Vision, euch beide auch wirklich in einem anderen Leben gesehen hast, kann das echt ein karmischer Partner sein. Es kann aber auch sein, dass ihr euch aus der Kindheit kennt oder aus der Vergangenheit. Das wäre die männliche Seite, das ist die weibliche Seite. Wenn ihr schwul oder lesbisch seid, dann ist das eben immer noch die männliche Seite, das die weibliche Seite. Wenn du ein Mann bist, dann ist das der Partner, dann bist du das. Wenn ihr zwei Frauen seid, dann musst du mal gucken, dann müsstest du das eigentlich sein, ja, und das dann halt die Partnerin. Das müsst ihr euch dann mal anschauen. Es ist halt so, ja, halt statistisch gesehen auf YouTube gibt es eben die meisten Frauen, die für Männer schauen. Deswegen, ja, es ist halt natürlich auch kein individuelles Orakel, aber du wirst schon hören nach den paar Karten oder Aussagen, wer was sein könnte, ja. Und wenn gar nichts stimmig ist für euch, dann seid ihr heute nicht dabei, dann ist das eben ein allgemeines Orakel. Wie gesagt, da können Teile davon passen, muss aber nicht alles, meine Lieben, ja? Es verwässert auch noch die Situation, wenn man zum Beispiel einen starken Wunsch hat im Herzen, gerne die Liebe eines Menschen haben möchte. Das eine Orakel sagt, nö, no go, forget it. Und dann guckt man noch 20 andere auf YouTube und dann ist man völlig verwirrt. Also, ja, aber da müsst ihr einfach auf euch da eure Verantwortung übernehmen. Eventuell dann halt was für euch, dann euch gönnen, so ein Orakel, könnt ihr dann halt auch gern bestellen. Wie gesagt, sage ich zum Schluss was. Wir beginnen nun mit dem männlichen Part. Wir haben hier den Pagen der Stäbe als Persönlichkeitskarten. Das ist er. Ich rede von ihm und ihr müsst es euch halt ummünzen, ja? Wenn ihr Männer seid und für Frauen schaut und so weiter. Page der Stäbe ist also auf jeden Fall jemand, der Kontakt sucht, Kontakt hat, vielleicht auch Kinder hat oder sehr kinderlieb ist. König der Kelche ist ein sehr, sehr emotionaler Mann irgendwo, hat vielleicht sehr soziale Attribute, mag und liebt Kinder eventuell, arbeitet mit Kindern, kann auch gut sein.
Oder hat irgendein Problem mit Kindern und Jugendlichen auf eine Art, das könnte ein bisschen negativ sein, mit dem Ritter der Schwerter. Vielleicht auch aus der Kindheit mitgebrachte Traumata. Vielleicht einen Vater gehabt, der sehr nett nach außen war, aber vielleicht irgendwo doch ein Arschloch auf Deutsch, Entschuldigung. Und da es echt Traumata gegeben hat und viele Tränen, viel Geweine, ja, Wasserelement. Kommt mir so rein mit dem Ritter der Schwerter hier. So streng irgendwie. Sowas Strenges. Er ist vielleicht auch streng, aber in ihm steckt schon auch viel Emotionales, ja. Er legt sich immerhin als Ritter der Kelche ins Kartenbild. Also schon auch jemand, der künstlerische Attribute haben kann. Wenn er nicht total kreativ drauf ist oder sowas, dann steckt das irgendwo in ihm, ne? Vielleicht hat er es noch nicht so rausgeholt. Aber ein sehr sozialer Mensch auch, der sehr so den Kontakt anderer braucht, sucht und so. Also ich mag König der Kelche grundsätzlich. Hier ist halt einfach ein Element der Aggressivität noch drin. Vielleicht akzeptiert dieser Mensch auch einfach seine eigene Sensibilität nicht ganz, ne? Und das kann dann Konflikte auch hervorrufen. Was war die nächste Position? Genau, wie sieht er dich? Hä? Wie sieht er dich denn hier als Frau? Ne, ich sage jetzt mal als Frau, die anderen Münzen es bitte um. Drei der Münzen. Auf jeden Fall als jemand, der eine Stufe erreicht hat, irgendwo sich hervorhebt, vielleicht beruflich, vielleicht verdienst du auf einmal mehr, vielleicht machst du mehr aus dir, du hast irgendwie eine andere neue Stufe erreicht in deiner Sinn, in deinem So-Sein, in deinem Wert, ja. Und drei der Münzen, wenn jemand dich schon sieht als drei der Münzen, dann auf jeden Fall sieht dich dieser Mensch als sehr attraktiv, sehr wertvoller Mensch, ja. Eine sehr sinnliche Frau auch, also wirklich auch sexuell und sinnlich und körperlich, auch ist wirklich diese Attribute schon auch ein Wunsch, ja. Also auf jeden Fall jemand, der irgendwo vielleicht auch sogar ein bisschen unerreichbar sein könnte für diese Person oder wo man sich für ins Zeug legen muss. Und das sind alles auf jeden Fall sehr wertvolle Attribute. Also selbstwertmäßig kannst du dir jetzt gerade irgendwie, ja, weniger Zweifel machen, falls das ein Thema ist oder wie auch immer. Gell, weißt du? Das ist auf jeden Fall schon mal so, wie sagt man, Wasser auf deine Mühlen. Ne? Ast der Stäbe. Ja, vielleicht jemand auch, der irgendwie ein Problem hätte mit Sexualität. Also auf jeden Fall auch eine sehr feurige Frau. So sieht er dich schon auch. Auch sexy und so, gell? Und auf jeden Fall auch eine Person, mit der es auch möglich wäre, Kinder zu zeugen. Aber das ist noch ein bisschen in weiter Ferne, weil hier einfach noch so ein bisschen Aggressionen irgendwo liegen, gell, mit dem Ritter der Schwerter. Vielleicht auch versteckte Eifersucht, Neid. Ach, ich weiß ja auch nicht. Vielleicht. Wie sieht er dich hier? Es sind vielleicht echt Gefühle von einem gewissen Neid auch. Das könnte auch sein. Ja, dass die irgendwie nicht so ganz verbalisiert werden. Aber auf jeden Fall sieht er dich von großem Wert. Da kann man wirklich nichts sagen. Dann möchte ich gerne wissen hier, was will er von dir? Eine Offenheit, der Eremit, Offenheit für Spiritualität. Und er legt sich ja hier als König der Kelche hin. Also auf jeden Fall ist er offener für Spiritualität und für alles, was so Fischezeichen ist, sag ich mal. Ja, alles Sensitive, alles Emotionale, Künstlerische, Spirituelle ist er offen als Eremit. Wahnsinn. Also er legt sich jetzt nicht als Eremit hier rein, aber was will er von dir? Einmal vielleicht auch ein bisschen Rückzug, aber eigentlich, wenn das ein bisschen Rückzug ist, dann eigentlich nur, um seine Probleme zu klären. Und eine Offenheit dir gegenüber, Frühlingsgefühle, sich verlieben, aber auch offen zu sein für tiefere Themen. Ich finde es total schön bis jetzt, ja, das Orakel. Dann haben wir hier die Gedanken von ihm. König der Stäbe, König der Schwerter und das Ass der Schwerter. Also er denkt schon, dass du vielleicht auch andere Kandidaten hast, ja. Er ist da nicht so der Einzige. Wirklich mehrere Kandidaten. Diese drei der Münzen können nämlich auch mitunter symbolisieren, dass du auch Chancen hast auf andere Männer, ja? Auf drei Männer, auf König der Kelche, auf König der Stäbe und auf König der Schwerter. Vielleicht bist du eine dieser Frauen, die echt die Auswahl haben. Ja. Was fühlt er? Er fühlt so ein bisschen, er weiß nicht, was er tun soll. Drei der Münzen. Er ist einmal Hü und einmal Hopp. Du befreist ihn auf der Herzebene. Du bedeutest für ihn eine Befreiung.
Aber er blockiert sich in dieser Befreiung, ja? So auf der Herzensebene bist du so der befreiende Faktor, der sein Herz befreit, ihn wirklich auferstehen lässt. Also er muss schon sehr tiefe Gefühle auch für dich haben. Und trotzdem fühlt er nicht, was er tun soll. Er ist ratlos. Er hat die Klarheit hier nicht. Ast der Schwert, aber die Klarheit kommt. Er wünscht sich ja auch die Klarheit mit dem Eremiten, ja? Was passiert weiter? Jetzt haben wir das Unterbewusstsein. Ins Unterbewusstsein packt er die Kraft, die Sexualität, die Sinnlichkeit, die Eroberung packt er ins Unterbewusstsein und wir haben den Herrscher hier. Er mauert im Moment und diese leidenschaftlichen Gefühle, die er zweifelsohne für dich hat, die tut er erstmal so ins Unterbewusstsein rein. Auf der körperlichen Ebene, was tut er tatsächlich, die Sonne? Er ist sehr transparent einerseits und zeigt seine Gefühle auch, aber andererseits hat er wirklich Ängste oder zieht sich eben zurück und macht dir dadurch Angst und zieht seine Kommunikation ein wenig zurück. Das kann jetzt passieren, das kann aber auch schon gewesen sein, ja? Schauen wir bei dir mal rein. In deinen Gedanken haben wir die 3 der Kelche, die 10 der Kelche. Nee, das bist du. Entschuldigung, das sind deine Persönlichkeitskarten. 3 der Kelche, auf dem Kopf 10 der Kelche und 4 der Schwerter. Auf jeden Fall bist du so der emotionale Hauptgewinn. Finde ich voll. Du legst dich wie der emotionale Hauptgewinn rein. So sollten dich die Männer auch sehen. Und ich glaube, das bleibt auch nicht aus. Und jetzt haben wir noch die 3 der Kelche auf dem Kopf. Vielleicht will ein Teil von dir ein bisschen mehr feiern, ein bisschen mehr rausgehen, ein bisschen mehr ausprobieren, ja? Ein bisschen mehr die Kandidaten dem ein bisschen auf den Zahn fühlen und auch ruhig mal ein paar Konkurrenzsituationen machen, dass du dann nicht so an einem Wunschpartner emotional klebst irgendwo. Das ist, glaube ich, etwas, was du gerne willst. Und ich glaube, das so ein bisschen auf eine ehrliche Art sowas zu tun, auf eine gute, liebevolle Art mit einem richtigen Ziel, kann sehr, sehr heilsam sein für dich. Du kommst auf jeden Fall hier aus der Lethargie raus, 4 der Schwerter. Oder wirst nicht mehr so lethargisch sein, falls du in so einer Phase warst, sondern eher in die Meditation gehen, anstatt in die ewige Lethargie. Für einige kann es sein, dass ihr 4 Familienthemen habt, die wichtiger sind, ja, als da jetzt irgendwelche Flirtereien. Und deswegen ist es halt wichtig, mit wem ihr so eure Zeit verbringt. Gut, wir haben jetzt hier weiter. Wie siehst du ihn? Der Turm, du hast vielleicht ein bisschen Angst vor ihm. Kann sein, dass du auch diese... Ja, er hat halt eine aggressive Komponente. Ja, er hat eine Menge Wut in sich. Du hast da Angst davor, dass es vielleicht irgendwie rauskommt oder so. Ritter der Stäbe auf dem Kopf kann auch negativer Natur sein mit dem Turm zusammen. Zu viel Energie, zu viel Feuer, zu viel Leidenschaft. In sexueller Hinsicht vielleicht den Bogen überspannt und irgendwie zu viel des Guten. Ja, Sexualität, Leidenschaft kann auch in Aggressivität und Gewalt ausarten. Ich möchte das nicht so sagen, aber so kann man es interpretieren in der Karte. Aber so siehst du ihn, so siehst du einen Teil von ihm. Das heißt nicht, dass er so ist und das heißt auch nicht, dass das so wird. Trotzdem siehst du natürlich auch eine Komponente für eine glückliche Zukunft. Das ist aber blockiert gerade, das siehst du auch. Sonst würdest du das Orakel auch irgendwo nicht schauen. Ne? Was möchtest du? Du möchtest dir, falls er aggressiv war oder sowas, möchtest du das nicht auf dir sitzen lassen, sondern möchtest deine Macht einfach zurück, ne? Ja. Und kann es auch wirklich fies sein, wenn man dich verarscht, dann kannst du genauso fies sein und zurückschlagen. Vielleicht auf eine verbale Art, vielleicht emotional fies, ne? Gut, ich weiß ja nicht, was bei euch gelaufen ist, ne? Ich meine ja nur, das ist das, was ich sehe. Es muss auch nicht verkehrt sein. Rache muss nicht immer scheiße sein. Ne? Manchmal ist das auch eine karmische Lernaufgabe für einen anderen Part, wenn man auch mal zurückschießt. Okay? Also andere lernen auch durch Scheiße. Und das muss man auch mal so deutlich sagen. Auch in der Spiritualität, in der Blümchenwelt. Wenn du Bock hast, ihm ans Bein zu pinkeln und er dir schon so viel angetan hat, dass er diese Lehre und diese Lektion braucht, dann piss ihm doch ans Bein. Ja? Schütz dich halt selber so. Was haben wir noch? Wir haben die 9 der Kelche. Also, ne, versteht ihr? Ihr seid in einem allgemeinen Orakel, meine Liebe. Also in einem allgemeinen Orakel, jede Situation ist hier anders. Das ist es einfach, ne?
dann die 9 der Kelche. Du willst Spaß, du willst irgendwie in Ruhe gelassen werden mit irgendwelchen Traumata von fremden Leuten, mit irgendwelchen Aggressionsscheiß. Du willst einfach leben und du willst irgendwie lieben und möchtest irgendwie nicht gestört werden. Ich weiß auch nicht. Ja, du möchtest gerne wirklich eine wertvolle, gute Familie haben und das wirklich geben und nehmen im Einklang ist und dass auch die Finanzen stimmen, damit halt hier wirklich ein Gleichgewicht entsteht. Denn du denkst auch ans Familiegründen eventuell und wenn du eine Familie bereits hast, dann denkst du auch daran, dass das auf jeden Fall eine sichere Nummer sein muss und du nicht jeden ins Haus lassen musst. Ich meine, ist doch logisch, ne? Deine Gedanken, 7 der Schwerter, du überlegst dir eigentlich nebenbei jemand anderen kennenzulernen, der besser zu dir passt. König der Münzen, das sind ja auch schon Kandidaten. Und du datest einfach, was das Zeug hält. Vielleicht oder bist einfach offen für Flirts. Und wirst dich wahrscheinlich, wenn da jetzt jemand Interessanteres kommt, auch aus der Affäre ziehen können. Eventuell auch so ein bisschen sneaky, ja. Ohne wirklich das ehrlich zu kommunizieren, sehe ich halt auch. Noch einmal, ich weiß nicht, was bei euch gelaufen ist, ne? Ich mache hier keine Moralkeule bei Partnerschaften, die manchmal braucht man negative Energien, damit etwas sich ins Gleichgewicht bewegt. Für alle anderen, wo der Wunschpartner jetzt wirklich lieb und nett und fair war und ihr hier so abgeht, so negativ, dann muss ich schon sagen, ist es so etwas, ist das ein Karma, was du auf dich lädst? Die Frage ist wirklich, ist das hier etwas, was ein Gleichgewicht schafft oder das Gleichgewicht kippen lässt. Und das ist die große Frage, ja? Aber in der Natur gibt es kein Gut und Böse. Ein Tiger und ein Löwe, ja, der dir irgendwie zerfetzt, der dich zerfetzt in 3000 Stücke, weil er Hunger hat und frisst, da wird kein Mensch sagen, der ist böse. Nur wir Menschen sind so bekloppt. Wir sind immer noch ein Teil der Natur, ja? Ob es jetzt Engelchen gibt hier in dieser spirituellen Szene oder nicht. Das ist einfach so. Wir sind Menschen. Gell? Das vergessen manche. Denken Sie, wenn auf irgendeinem Wölkchen oder so einen Scheiß, aber es ist einfach Bullshit. Es gibt diese Energien und es geht nur ums Gleichgewicht in der Natur. Es geht nicht um so Moral, viel weniger eigentlich. Ja, es geht um Karma, oh ja, und um Rechnungen bezahlen, aber es geht vor allen Dingen ums Gleichgewicht. Ja, da gibt es auch noch andere Kandidaten und du kommunizierst es wahrscheinlich nicht zu ihm. Du gehst wahrscheinlich nicht hin und sagst, ey, hör mal. Weiß nicht, du musst dich halt jetzt hier beweisen, befreist dich oder benehm dich oder ich weiß auch nicht. Dann noch andere Kandidaten, ich glaube nicht, dass du da jetzt so hingehst. Anders kann es auch sein, dass er halt der Macho-Man ist, der hier mit anderen flirtet, dass du das denkst und dass du denkst, dass er dich verarscht. Ja, das kann es auch sein. Dann die Gefühle hier, Königin Stab. 2 der Schwerter, der Magier. Du bist wahrscheinlich, du zweifelst an seinen Gefühlen zu dir. Und du hast das Gefühl, da ist vielleicht noch eine andere Frau oder andere Frauen, ja? Und du glaubst nicht, dass er ganz alleine ist, wenn er das sagt, irgendwie. Du hast auch nicht das Gefühl, dass er wirklich nochmal so ein Effort bringt, dass er nochmal nach vorne geht, dass er eher die Initiative wirklich macht in deine Richtung. Daran zweifelst du sehr. Eventuell zweifelst du auch irgendwo an seinen Gefühlen im Moment, ja? Ich sehe dich jetzt nicht besonders so gefühlsmäßig ihm gegenüber. Das Interessante ist, ihr habt aber, du tust alles, alle deine Wünsche, die du hast, mit ihm, tust du eher ins Unterbewusstsein, sehe ich. Ass der Münzen, das ist so wirklich der Anfang einer erfolgreichen Beziehung auf der irdischen Ebene, was ist denn eine erfolgreiche Beziehung? Ist, wenn beide die gleichen Ziele haben, gewillt sind, daran zu arbeiten, an sich zu arbeiten. Und gleiche Ziele, das kann auch materieller Natur sein, das kann emotionaler Natur sein, das kann spiritueller Natur sein. Gleiche Ziele, gleich in die gleiche Richtung schauen. Das tust du ins Unterbewusstsein mit ihm. Vielleicht, weil er dir das so nicht erfüllen kann oder wird oder wie auch immer. Dann haben wir noch die 6 der Münzen, die 3 der Stäbe. Du kommst, glaube ich, mit ihm langsamer voran. Und das merkst du einfach. Ja. Was tust du? Du kommst aus einer gewissen Stagnation raus, das habe ich ganz oben schon mal gesagt. Ne? Das sagt uns aber der Gehängte auf dem Kopf auch nochmal. Ritter der Münzen. Du bewegst dich langsam, aber sicher voran und erschaffst dir ein sicheres Fundament, auch ein sicheres Selbstwertgefühl, was auch immer dafür nötig ist. Das machst du alles in langsamen Schritten.
Aber in sicheren, langsamen Schritten, ja. In sehr glücklichen, sicheren, langsamen Schritten. Vielleicht dauern die Sachen ein wenig. Aber sie sind sicher, dass sich hier etwas für dich bewegt. Ob mit ihm oder ohne ihn, ja, das sehe ich. So, was ist denn hier in eurer Zukunft und Gegenwart? Wir haben einmal hier den Pagen der Kelche. Hier ist liebevolle Kommunikation auf jeden Fall. Vier der Münzen. Vier der Kelche und die Herrscherin auf dem Kopf. Also es kann sein, dass hier noch ein weiteres Kind gezeugt wurde und er dir das nicht sagt. Mit irgendeiner Herrscherin Tussi auf dem Kopf. Weiter kann es auch bedeuten, dass Familienmitglieder für eine andere Gruppe von euch hier auf jeden Fall sein Leben stören und irgendwie nicht wegzukriegen sind. Die Welt auf dem Kopf, Königin der Schwerter, 10 der Stäbe und 9 der Stäbe. Kann auch sogar sein, dass ihm ein Kind angehängt wurde oder wirklich ein Familienmitglied extrem stört und blockiert. Naja, ich weiß ja nicht, was bei ihm los ist, ja? Vielleicht geht's auch nicht anders. Manchmal hat man Familienmitglieder, die sind krank, für die muss man zahlen, da muss man arbeiten, man hat keine Zeit. Das kann alles sein. Ich sage nicht, dass das jetzt ganz besonders schlecht ist oder irgendwas. Aber Königin der Schwerter ist halt eine ganz, ganz kalte, kaltherzige Frau irgendwo, ja? Vielleicht ist hier auch irgendwo Berechnung. Ich weiß nicht, welche Menschen ihn hier stören, aber es stören auf jeden Fall welche. Er hat schon sein Schicksal besiegelt mit Frau Königin der Kelche. Er hat eine Partnerin eventuell. Und es ist auch. Und es sind wirklich ganz komische Karten. Ich habe auch noch Zusatzkarten gezogen. Also ich glaube wirklich, hier ist schon eine. Und die auch wirklich zu ihm gehört. Vielleicht sind die verheiratet, weil er legt sich als König der Kelche rein, sie als Königin der Kelche. Und die sind aneinander gebunden, eventuell sehr negativ als mit dem Teufel. Vielleicht sind hier mehr finanzielle oder andere Verpflichtungen als wirklich wahre Liebe. Trotzdem war mal Liebe hier die Liebenden auf dem Kopf, ja? Also ist nicht so leicht. Was ist denn zwischen euch möglich? So, dann wollte ich mal wissen, sag mal, irgendwie diese Karten fand ich auch alle so ein bisschen zwielichtig. Ich denke, dass er da schon jemanden hat, aber ich habe hier die Gerechtigkeit, der Narr auf dem Kopf, die Hohepriesterin. Also mit euch ist schon auf jeden Fall auch eine schöne Zeit möglich. Aber guck doch mal, hier ist wieder eine Königin der Münzen. Und hier ist wieder ein Potenzial von Sorge. Und dieser Ritter der Kelche, der läuft halt wirklich mit dem Kelch zur Königin der Münzen. Also entweder hier ist so viel Angst, weil bei euch sind ja doch schon Gefühle. Aber hier ist mehr Angst als wirklich Liebe in dem Ganzen. Und keiner traut sich wirklich, alte Strukturen zu durchbrechen. Was kommt mir noch rein? Was mir voll reinkommt, sind wirklich vielleicht auch mehrere Menschen in seinem Leben. Das können wirklich Familienmitglieder sein, Leute. Die total blockieren. Blockieren sein Herz. Für die muss er vielleicht zahlen oder aufkommen. Vier der Münzen hier da oben. Und das macht eine Riesenblockade in seinem Leben und kommt nicht voran. Ich brauche noch mal Zusatzkarten für euch. Was sollt ihr denn tun in dieser Situation? Wie sollst du dich verhalten? Zwei der Kelche, schau. Also hier sind Gefühle und du sollst schon auch gefühlvoll zu ihm sein. Weil er ist in der Zwickmühle, ja? Page der Schwerter. Ja, hier sind Kinder, okay. Es muss jetzt nicht für jeden so sein, dass er irgendwelche Kinder da gezeugt hat hinter deinem Rücken, ja? Es können auch wirklich diese Familienmitglieder sein, die einfach schwierig sind. Es können auch alles zusammen sein. Es können auch Kinder sein aus einer früheren Beziehung, plus noch Leute, wo er zahlt. Und was ihn wirklich blockiert, ja, und in Erwägung ziehen, doch noch auf ihn zuzugehen, aber vielleicht keinen Druck machen. Sei liebevoll. Sei auch offen für die Welt. Kommuniziere ehrlich, wenn das für dich in Frage kommt, falls du auch jemand anders kennenlernst. Und du bist schon ein toller Fang, ja? Was willst du denn da hängen in der Situation, wo er sich nicht befreit und transformiert? Ich weiß ja nicht, ich glaube, aus meiner eigenen Perspektive ist, dass jedes Problem auch eine Lösung beinhaltet. Aber es gibt Menschen, die wollen nicht nach der Lösung großartig nachdenken und fahnden oder wie auch immer. Und ich glaube, wenn jemand sich wirklich befreien möchte, der kann sich befreien. Ich glaube, das gilt für jeden. Außer du bist jetzt wirklich in einer total beschissenen Situation jetzt. Aber auch dann gibt es eine Lösung. Vielleicht keine so bequeme, ja? Aber Leute, wir wollen ja nicht zu dark werden hier. Aber ihr wisst, was ich meine.
Ich sehe halt nicht, dass er sich befreit. So richtig. Auf lange Sicht kann er sich befreien, ja, aber vielleicht nicht im nächsten Jahr, meine Lieben, ja? Es sieht einfach noch sehr irgendwie komisch aus. Auf jeden Fall findet er dich toll, du findest ihn toll, du hast total viele andere Chancen mit anderen. Das ist das, was ich sehe, meine Lieben. Jetzt wollte ich nochmal wissen, was soll er heilen? Und da habe ich nämlich die ganze wunderschöne Ho'oponopono-Karten rausgeholt, die hatte ich auch schon länger nicht mehr. Die meisten Karten findet ihr auch übrigens in der Liste unten, könnt ihr auch bestellen für euch, ja. Gleicher Preis wie im Laden, tut sich nicht viel. Und schau, er soll das hier, und guck mal, wie schön die sind, der soll das hier heilen. Du bist ein Botschafter des Friedens, er soll in den Frieden gehen, raus aus der Aggro. Mit deinen Taten und deinen Gedanken beeinflusst du die Welt. Tritt aus der belastenden Resonanz auf die Kämpfe in dieser Welt heraus. Unterstütze den Frieden auf dieser Welt. Ja, er soll so in den Frieden kommen, in sich, mit anderen und so weiter. Je nach persönlicher Situation für euch. Und du, guck mal, und ihr sollt, deine Mutter und dein Vater haben dir das Leben geschenkt. Erkenne an, dass dein Leben das kostbarste Geschenk ist, das deine Eltern dir machen konnten. Kläre das Verhältnis zwischen deinen Eltern und dir, vergib deinen Eltern und nimm dein Leben liebevoll an. Genieße dieses kostbare Geschenk. Aha, vielleicht wiederholst du auch irgendwelche Lektionen, also irgendwelche Situationen aus deiner Familiengeschichte, aus deiner Kindheit. Das sollst du nicht machen. Du sollst dankbar sein, du sollst keine Themen haben und einfach mit deinem Leben weiterkommen. Kommt mir rein. Und vielleicht auch einfach aus der Kindheit die guten Sachen nehmen und diese Ehren und einfach irgendwie den Rest denken. Na gut, war eine Lektion. Ist egal jetzt. Ich bin schon groß. Wie auch immer. Meine Lieben, vielen herzlichen Dank. Das war euer Orakel. Wenn du eine persönliche Beratung haben möchtest, dann schreib mir bitte eine E-Mail. Unten ist meine E-Mail-Adresse michelledirel@gmail.com. Kannst du einfach mal fragen, hey, ich interessiere mich für deine Orakel, für deine Komplettanalysen eventuell. Ich gebe dir erstmal alle Informationen, wie man sowas bestellen kann. Und du entscheidest, natürlich hast du das letzte Wort, ob du Lust hast, dich von mir beraten lassen oder nicht. Genau, also einfach unverbindlich schreiben bitte. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten bei mir zu bestellen, aber da gebe ich dir Informationen und du suchst dir ganz einfach das aus, was für dich stimmig ist, wenn überhaupt. Vielen herzlichen Dank fürs Anschauen, Liken, Teilen und fürs Abonnieren auch. Da freue ich mich immer, wenn ihr meine Videos schön teilt und so. Und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen hier von euch unterstützen mit diesem Orakel und bedanke mich und wünsche euch eine tolle Zeit und wir hören uns vielleicht auch schon bald. Die Michelle, ciao!